Episode 3: Der Eindringling. Okay, es wird nicht besser, überhaupt nicht. Jetzt stürzt auch noch der Heli ab, für den war es das dann jetzt wohl endgültig und wir wissen nicht, was mit den dreien ist, die im Heli waren. Ja, und unsere Freunde hier oben, die sind auch irgendwie eingesperrt, während die Velociraptoren von unten ganz sicher ihren Weg sich nach oben bahnen werden. Das heißt, wir müssen irgendwie hier wegkommen. Entschuldigung, wir müssen irgendwie hier wegkommen, aber wir wissen nicht wie. Von daher, was sollen wir tun, Dr. Sorkin? Wir müssen hier runter und weg von diesen Raptoren. Sofort! Ich weiß. Aber wir müssen ruhig bleiben. Wir haben genug Zeit, um uns was zu überlegen. Dad, aha. Sieh nur! Mein Gott, sie versuchen den Turm aufzuheben. Er wird standhalten. Das muss er. Naja, ich will kein Risiko angehen. Genug Zeit, ja, ja, das haben wir gesehen. Und wie wir genug Zeit haben. Zum Glück hat uns der Heli nicht alle getötet. Zum Glück? Ich weiß ja nicht. Ja, zumindest die Raptoren hätte er noch mitnehmen können, ne? Ja, alles wird gut, genau. Wie geht's dir, Kleines? Ich will nach Hause. Ich weiß, ich auch. Alles wird versprochen. Wir müssen von diesem Turm runter, bevor die Raptoren ihn umkippen. Die Notleiter ist gleich da drüben. Der Turm neigt sich so, dass sie uns vor dem Gehege absetzen. Den Anfang gut, aber der Zaun ist kaum ein Hindernis für die Raptoren. Wo sollen wir hin, wenn wir draußen sind? Wir schaffen es bestimmt zu den Versorgungstunneln da drüben. Wenn wir vor den Raptoren da sind, können wir sie aufspüren. Hoffentlich haben sie recht. Lassen wir die Leiter runter. Tagebuchfreischaltung, aha. Na dann, lass uns gehen. Bewegt sich nicht. Schon mit dem Riegel versucht? Der Riegel? Oh ja, natürlich. Oh, da war ja was. Okay, wir müssen erstmal den Riegel wegmachen. Sehr gern. So sollte es gehen. Na dann, neuer Versuch, Jerry. Bewegt sich immer noch nicht. Sie ist brandneu, also klemmt sie wohl noch ein bisschen. Und wenn Sie mehr Gewicht einsetzen? Was, Sie meinen draufstellen? Genau, auf ihr runterfahren. Okay, aber wir müssen sofort los, sobald sie ausgefahren ist. Damit wir zusammenbleiben können. Was? Sie ist brandneu, deswegen funktioniert sie nicht? Was? Sollte sie nicht gerade dann funktionieren? Hier ist nichts, okay. Ich will mal kurz gucken, was wir noch an Möglichkeiten haben. Okay, wir können auch hier hochgehen. Wir gucken erstmal. Die Raptoren, die tun uns ja nichts. Okay. Denn wir müssen ja sofort los, sobald er das hier geregelt hat. Und da habe ich gerade keinen Bock drauf. Was haben wir denn da Schönes? Ist unter Strom. Ja. Keine Panik, Jess, das kriegen wir schon hin. Was ist denn mit dem Kabel? Warum genau sollte man das jetzt irgendwie... Das verstehe ich gerade nicht. Na gut, egal. Gehen wir wieder zurück und machen die Leiter runter. Vielleicht wird sich das noch ergeben, wofür wir das Kabel brauchen. Keine Ahnung. So, Jerry. Dann mal los. Ich will, dass du sofort nach unten kletterst, sobald die Leiter ausgefahren ist. Okay, Dad. Dr. Sorkin. Ich bin gleich unten. Los geht's! Problem gefunden. Die Leiter ist leicht verbogen. Sie lässt sich nicht ausfahren. Aber vielleicht schaffen wir es mit Gewalt. Es ist bestimmt vom Absturz. Sieht so aus. Wir brauchen wohl eine Brechstange, um sie auszufahren. Ach, dann müssen wir uns aber was einfallen lassen, weil wir hier oben kein Werkzeug haben. Na spitze! Ich weiß schon, was wir brauchen wahrscheinlich. So. Wie jetzt vom Absturz? Die haben das Ding doch bloß gestriffen, diesen komischen Turm. Wieso ist die Leiter davon verbogen? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Na gut, wir können ansonsten hier auch nicht viel machen, deswegen gehen wir mal hoch. Und wir müssen wahrscheinlicherweise diese komische Stange, die momentan noch unter Strom steht, irgendwie in unseren Besitz kriegen. Um damit Brechstange zu spielen. So, haben wir noch irgendwas anderes hier? Irgendwas? Komm schon. Irgendwas muss doch noch sein. Nee.
Das ist schlecht. Mit der Antenne können wir die Leiter vielleicht freihebeln, aber wenn ich sie so anfasse, bringt mich der Stromschlag eventuell um. Ja! Okay, was haben wir denn an Gesprächsoptionen? Strom abschalten! Dr. Sorge, die Antenne ist das Einzige, womit wir die Leiter hier oben freihebeln können. Wäre es möglich, die Lichter hier irgendwie abzuschalten, damit ich sie anfassen kann? Nicht von hier oben aus. Die Flugwarnleuchten sollen immer aktiviert sein. Ich kann sie höchstens blinken lassen. Na spitze! Ich kann sie vom Nacht- in den Tagesmodus schalten. Nachts leuchten sie konstant, aber tagsüber blinken sie, um mehr Kontrast zu schaffen. Na, ganz große Klasse, das ist ja super. Okay, Dr. Sorkin, bitte. Dann mach mal. Piep. Okay, die Warnleuchten sind jetzt im Tagesmodus. Hoffentlich steht das Kabel nicht unter Strom, wenn sie kurz aus sind. Ja, toll, das ist ja ganz super. Gut, dann mal los. Ich hab's. Aber ja, einfacher als gedacht. Gut, dann jetzt aber Action. Neuer Versuch. Oh, wir haben der Errungenschaft freigeschaltet. Unschlagbar. Sie bewegt sich nicht mal, wenn ich drauf spreche. Wie soll ich sie dann allein freigeben? Dr. Sorkin? Ja? Können Sie mir mal helfen? Sie drücken, während ich mich auf die Leiter stelle. Natürlich. Na, das wird ja abenteuerlich. Okay, Dr. Sorkin, ich bin bereit. Jess, Schatz, kletter sofort nach unten, wenn die Leiter runterfährt. Ich bin bereit, Dad. Beeil dich einfach. Okay, Dr. Sorkin. Auf drei. Eins, zwei, drei. Hallo, ich hab doch gedrückt, als es da drauf war. Ach. Okay, neuer Versuch. Verdammt, das war meine Schuld. Hab den Moment nicht richtig abgepasst. Nix kannst du, Alte. Dad, was sollen wir tun? Nochmal, auf drei. Eins, zwei, drei. Nein, Jess, warte. Nein. Was macht die denn? Jess? Was tust du? Jetzt sieh, Dr. Sorkin. Okay, ich komme runter. Na spitze, los geht's. Dr. Sorkin, beeilen Sie sich. Oh, shit. Aus dem Weg, ich springe. Sehr gut. Okay, jetzt hoch und rüber. Na los. Mir geht's gut. Das ist schön. Oh, uns bleibt keine Zeit, verdammt! Na los! Oh, worauf wartest du denn? Dr. Harding, die Tür! Na los, Mensch! Gut. Und wir sind in den Tunneln. Dunkelheit. Verdammt, meine nächsten Kopfschmerzen kommen hoffentlich vom Tequila. Komm schon, Amigo. Das hier ist definitiv besser ausgegangen als dein letzter Tequila-Rausch. Na spitze. Da könntest du recht haben. Das Mädchen neben mir ist auf jeden Fall hübscher. Na, da haben wir eine ganz große, große klassische Aktion hier. Also, Heli kaputt, Velociraptoren gleich in der Nähe im Gehege nebenan. Und wir sitzen im Freien rum. Aber Oscar, der zieht sich erstmal eine Fluppe, ist klar. Na Oscar, wie sieht's denn aus? Also, der Helikopter ist hin. Und die einzige Person, die wir bisher gerettet haben, arbeitet nicht mal für InGen. Was jetzt? Vielleicht findest du im Wrack noch was Nützliches. Und kümmere dich um das Mädchen, während ich die Umgebung absuche. Verdammt, meine Kalaschnikow war im Helikopter. Wurde bestimmt geröstet. Bin froh, dass sie nicht scharf war. Hätte tödlich enden können. Da sind wir schon zwei, Amigo. Aber es war schon eine ziemlich gute Feuershow. Ja, super. In diesem Wrack willst du noch etwas finden? Ich weiß ja nicht so richtig, ehrlich gesagt. Aber gut, schauen wir mal. Diesmal reicht eine Hilfseinheit nicht, um die Maschine zu reparieren. Ich behalte das Ding besser im Auge, damit wir rechtzeitig weg sind, wenn es in die Luft fliegt. Ich glaube, die Hilfseinheit ist hier ziemlich egal, mein Freund. Also ehrlich mal. Treibstoff mehr. War wohl eine heftige Explosion. Sieht ziemlich sicher aus, aber ich schaue lieber nochmal nach. Ich frage mich bloß gerade, wenn es das Ding so extrem zerlegt hat, wie haben die das überlebt? Sind die alle vorher abgesprungen oder was haben die gemacht, um sich hier zu retten?
Verdammt, da waren alle unsere Waffen drin. Hab mich gerade erst an die Kalaschnikow gewöhnt. Da kann nichts mehr explodieren. Wir dürften hier sicher sein. Okay, hier ist also nichts mehr. Dann gehen wir mal rüber und schauen uns an, was mit Nima ist. Ich sehe nach, ob es dem Mädchen gut geht. So, schauen wir mal, wo Billy doch bestimmt so ein extremer Gesundheitsspezialist ist und jetzt hier alles genau machen kann. Wobei, vielleicht hat er ja erste Hilfe, wer weiß schon. Oscar will vielleicht mit dir reden, wenn sie aufwacht. Verschieben wir das kleine Treffen. Was? Wie jetzt? Habe ich jetzt nicht kapiert. Gut, hier ist aber ansonsten auch nichts bei Nima selbst. Also, ach doch, hier, wir müssen bloß ein Stück hochfahren. Okay, was können wir denn da machen? Beklauen, ach so. Na dann, Billy. Die Dose. Wow, Barbasol. Genau so eine Dose habe ich in San Jose. Ach Mann, ich hoffe, der ist nicht für ihr Gesicht. Ist schwerer, als ich gedacht hätte. Ist dann wohl noch voll. Schüttel's nicht zu sehr, mein Freund. Oben kommt nicht viel raus. Klingt halb leer. Fühlt sich aber voll an. Warum? Mein Stiefbruder hat seine Zweitschlüssel in einer falschen Getränkedose aufbewahrt. Ich frage mich... Ah, Billy kommt hinter das Geheimnis. Alles klar. Die Lady hat ein Geheimversteck. Aber für was? Oh oh. Nicht gut. Wieder mal beehrt uns unser Freund der T-Rex. Na toll! T-Rex verzieht sich. Er verzieht sich? Oscar, ich habe nur eine Hose dabei. Der Helikopter explodiert nicht. Aber alles, was drin war, wurde gegrillt. Auch unsere Waffen. Keine Dino-Spuren, keine Nester. Das ist unser neues Basislager. Hey, guck mal, ich habe eine Dose Rasierschaum in ihrem Rucksack gefunden. Wusste nicht, dass du welchen brauchst. Was auch immer, Wolfsmensch. Nur, dass das kein Rasierschaum ist. Und was jetzt? So, das Geheimnis der Barbasol-Dose ist also gelüftet, zumindest unter den Söldnern jetzt. Und damit hat Nima ein großes Problem, denn wenn Billy nun weiß, dass da irgendwas von Wert für Nima drin ist, irgendwas Wertvolles, dann wird er die nicht so leicht wieder rausgeben, denke ich mal. Wir versuchen, das Ding noch zu reißen? Ja, ich gehe auf die Suche nach unseren Freunden. Soll ich nicht mitkommen? Ohne unsere Waffen geht das nur unauffällig. Soll das heißen, ich könnte das nicht? Das soll heißen, keiner von uns kann das unauffällig machen, wenn er sich um sie kümmert. Außerdem sagt sie nicht, solange ich da bin, aber vielleicht kocht der hübsche Billy sie weich. Das wird schwierig. Okay, dann jetzt also Action mit Oscar im Velociraptorengehege. Die Hardings sind weg. Und wir? Dios mio! Sie können Türen öffnen. Oh oh. Gar nicht gut für die Hardings. Und gar nicht gut für uns. Nochmal Glück gehabt. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Ich glaube, der eine wird sich mit uns anlegen wollen. Gut soweit. Woran stehen wir denn hier? Schau dir das mal an, bitte. Ach du Scheiße. Puh, nochmal Glück gehabt. Ist hier drüben irgendwas? Ja, wir können ja die Leiter hoch. Okay. Ich will ehrlich gesagt nicht hier unten lang, denn ich glaube, das ist zu auffällig. Oh, das ist gut. Verdammt!
Was? Wie viel denn noch? Hallo, ich hab doch... Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich drücke, dann mach doch auch. Okay, sie können Türen öffnen, abgeschlossen. Damit ist auch der letzte weg. Und Oscar macht erstmal die Tür zu, oder was? Sollen wir noch den ganzen Tag hier rumstehen? Du hast recht, Liebes, wir sollten weitergehen. Oh je. Du solltest denen ganz schnell Bescheid sagen, Oscar. Verschlossen. Clever. Na gut, wir kommen so also nicht rein. Die Frage ist, wie dann? Ich will nicht den Velociraptoren hinterher, aber ich vermute, uns bleibt nichts anderes übrig. Na dann... Auf ins Verderben. Los geht's, Oscar.